Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Demo. Heute spielen wir das Spiel MacGuffins. Warte mal. So, noch einmal. Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Demo-Video. Heute spielen wir die Demo zu MacGuffins Curse. Das ist so ein Rätselspiel, was ich im eShop gefunden habe, und das sah recht interessant aus. Da hatte ich mal Lust drauf. Ja. Das Spiel wird sich selbst erklären. Ich habe hier ein Rätsel immer, was ich lösen muss. Ich glaube, es geht hier um irgend so einen Mordfall. Nee, ich muss hier was klauen. Okay. Dieser Lukas, das bin ich. Den spiele ich. Und ja, meinen Job habe ich ja schon erklärt. Ich muss mal kurz sagen, der Trailer sah interessanter aus als das, was ich jetzt gerade sehe. Follow the sign. Okay, Licht. Du hast mich nicht gesehen und ich habe dich nicht gesehen. Scheint so, als wären meine Füße nass. Ich kann schwimmen, okay. Das ist kein Lümmel, der ertränkt, sobald er Wasser sieht. Sie wurden bei unserem professionellen Schädersystem gefangen. Bitte drehen Sie sich nicht um. Oh, ein sehr alter Wagen. Wo ist der beste Ort, um reinzugehen? Du siehst aus wie ein Zombie. Hey du, komm her. Guten Abend, Sir. Weißt du, um welche Uhrzeit dieses Museum öffnet? Der magische MacGuffin. Ach, ich höre auf zu übersetzen. Ich übersetze es eh nicht ganz richtig. Oh, danke. Ich wollte eh durch das Fenster rein. Okay, einfach reinklettern. Okay, es ist nicht so schlecht animiert. Nur ein bisschen mehr gezeichnet könnte es sein. Ist dieses Ding an? Ich brauche Hilfe. Over and out. Wer hat denn hier nicht aufgeräumt? Ich mach mal den Safe hier auf, ne? Ich habe einen Comic gefunden. Okay. Ein paar römische Zahlen. Wieso passt mein Handabdruck? Also dieses Kleid, das steht dem doch eindeutig. Okay. Hier soll etwas Spezielles sein. Riesiges Schwert. Das Schwert da unten, das finde ich ja mal richtig cool, ne? Kingras Legendary Sword. King Raff hat ein sehr cooles Schwert. Okay, ich muss an das da rankommen, an diese Maske wahrscheinlich. Das Ding muss ich höchstwahrscheinlich mit Strom versorgen, dann geht das da unten aus. Oder ich mache einfach so und gönn mir. Der Alarm ist angegangen. Scheiße. Wir müssen hier raus. Und jetzt werde ich zum Werwolf. Das ist die Story. Das war ein verfluchtes Amulett. Scheiße.
Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich das Ding bewegen, ne? Ich hab mal Achievement. Mann, was für ein lahmes Security-System. Oh. Jetzt muss ich meinen Weg rausfinden. Wie werde ich's los? Ah, im Mond nicht kann ich mich verwandeln. Okay. Sehr interessant. Dann hau ich mal ab. Da oben ist wieder ein Tresor. Jetzt wird hier natürlich alles schlimmer, ne? Hier muss das Teil hin. Ich will erstmal eigentlich den Tresor öffnen. Hightech. Ich habe doch nichts mit Hightech. Ich habe nur Lowtech. Ach, warte mal, hier ist doch Licht, oder? Kann ich nicht einfach zerkratzen? Dann roch es köstlich. Ich suche. Warte mal. Ich kann doch hier durch das Fenster, oder nicht? Ja, kann ich. Aus. Das muss ich irgendwie anders machen. Das nehme ich mal mit. Und wie machen wir das? Das machen wir gleich. Alter, die Augen, die der macht. Richtig cool. So, ich kann den Raum offenbar auch resetten, wenn ich lustig bin. Da ist die Tür jetzt offen. Ich zieh das mal raus. Und hab Gold gefunden. Ich weiß nicht, wofür ich es brauche. Aber ich habe es. Wieder immer den, sobald ich einmal geschafft habe. So, da war jetzt gerade hier so eine Anspielung darauf, wie die Vollversion sein würde. Wir ziehen das einmal kurz raus. Ich muss das irgendwo hin setzen, wo ich gut drankomme. Und das machen wir natürlich weg. Oh, da war sehr viel drin. Okay, ich muss natürlich erstmal wieder das System hier crashen. Komisch, dass das Mond nicht so gerade ist. Okay. Nicht ins Wasser, während ich so bin. Das war aber eigentlich auch klar, ne? Der Hund will halt nicht nass werden. Okay, bisher ist das Spiel richtig einfach. Okay. Ich sehe schon, wie das hier abläuft. Ich muss erstmal das da oben durchziehen, ne? So. Problem ist, ich kann nicht nass werden. Einmal durchziehen. Ich muss hier unten einmal die Brücke aktivieren.
Easy. Eine Bank. Ich würde mich so gern hinsetzen. Okay, das Spiel ist richtig, richtig easy. Das nehme ich mal mit. So, kann ich gleich öffnen. Nehme ich mit. Da war Geld drin. Der Knopf aktiviert sich wahrscheinlich, wenn ich ja als Wolf draufstehe, oder? Ah, ich sehe schon, wie ich das machen muss. Ich schieb das erstmal kurz beiseite. Ich hätte gedacht, dass ich den Tresor auch anders verwenden kann. Instant drauf gekommen, was ich machen muss. Na gut, man muss an dieser Stelle nochmal erwähnen, die Rätsel sind nicht besonders schwer. Wirklich überhaupt nicht. Wenigstens auf einem Niveau, wo ich es auch hinbekomme, ne? Oh, jetzt Grim, der Leader of the Crows. Okay, der will mich, glaube ich, verprügeln. Wie komme ich da dran? Ich habe nix. Entschuldigung. Ich glaube, dieser Grimm lässt nicht mit sich reden. Was willst du? Geld? Ich habe doch sehr viel Gold gestohlen. Okay. Gute Nacht. Du bist nicht so tough, ne? Was denkst du? Ich glaube, ich fress den gleich. Der könnte ein bisschen was an Rasur gebrauchen. Ja, und das war die ganze Demo, ne? War noch ein interessantes Spiel. Ich habe die Rätsel 1a gelöst. Man kann sich nicht beschweren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!